Funktionalismus, das ist die ökonomische Freiheit. So, wir haben hier das Idealbild der Marktwirtschaft, nämlich das Polypol. Die vollkommene Konkurrenz. Und hier sollen Sie auf natürliche Weise, wir denken ja alle an Adam Smith und die unsichtbare Hand, dann ein optimales, sogar ein völliges Gleichgewicht einstellen, unter Nebenbedingungen ein Optimum. Und wir haben aber das riesige Problem des sogenannten Rent-Seeking, das heißt des Abschöpfens von Renten, beziehungsweise noch einfacher gesagt von Wohlfahrtsdefiziten. Wenn nämlich jemand, einfaches Beispiel als Bodenbesitzer, Boden jemandem zur Verfügung steht, erhält er sozusagen leistungsloses Einkommen, das ist das erste Problem. Das andere, viel größere ist, sobald es keine Konkurrenz mehr gibt, denken Sie zum Beispiel an eine nicht Monopolstruktur, aber sehr bedenkliche Struktur, jetzt insbesondere wie die jungen Leute, Lieferando. Ja? Das ist eine Plattformökonomie, beziehungsweise ein Gegenstand der Plattformökonomie. Und die sind in der Lage, und das habe ich von vielen kleinen Mandanten von mir, die Imbissbuden, Schnellfressbuden. Wenn sie nicht bei Lieferando gelistet sind, werden sie keinen Umsatz mehr machen. Und das Brutale an der Sache ist, allein für das Aufführen auf dieser Plattform nimmt Lieferando fast 50% der Marge. Frage in die Runde. Es gibt einen ähnlichen, natürlich keinen Monopolisten, sondern eine Plattform für Verkäufe, jeder weiß, von dem ich rede, mit ähnlich marktbeherrschender Stellung, nämlich Amazon. Frage in die Runde. Es ist eine sehr, sehr grobe Zahl. Wie hoch wird ungefähr sozusagen von der Marge allein durch die Einstellung von Amazon eingefordert? Ich kann es deswegen sehen, weil ich habe schließlich die Umsätze und habe dann die Amazon-Gebühren. Was meint die Runde? 50%. Ah, das ist zu viel. 30 bis 35%. Das Schlimme ist, Amazon lässt sich das Ganze noch doppelt und dreifach vergüten, weil es mittlerweile eine Amazon Advertising GmbH gibt. Und wenn man auf der nicht gelistet ist, dann wird es auch nichts. Also da sind wir auf jeden Fall bei 35%. Und das wäre nämlich nicht der Fall, weder bei Lieferando noch bei Amazon, wenn es mehr Konkurrenten gäbe, die zumindest ähnliche Größe aufweisen. Ja. So. Marx, wir kennen das alle aus dem Schulunterricht, war jetzt der Meinung, ja, dass die dickbauchigen Kapitalisten alle Rente abschöpfen und hat natürlich propagiert die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Wodurch natürlich wieder ein Monopol, nämlich ein Staatsmonopol, entsteht. Und darüber wird uns Dr. Peter Malborn berichten. Vielen Dank. Ja. Ja, vielen Dank, Michael. Ja, das Thema lautet Kritik am Monopolkapitalismus nach Karl Marx. Also der Monopolkapitalismus ist in der marxistischen Lehre eine Entwicklungsphase des Kapitalismus, in dem der frühere Konkurrenzkampf weitgehend aufgehoben ist. Ich will das mal kurz erläutern, wie Marx sich das vorgestellt hat. Die Gründe sind, Unternehmen schließen sich mehr oder weniger freiwillig zusammen, um die Herstellungskosten zu senken oder sogenannte Synergien, also Produktionsvorteile zu nutzen. Das nennt man horizontale Konzentration. Unternehmen kaufen andere Unternehmen, die Vorprodukte herstellen oder das fertige Produkt zum Kunden bringen. Das wäre eine vertikale Konzentration. Ein Beispiel dafür wäre, wenn ein Automobilhersteller eine Güterzug-Eisenbahngesellschaft kauft oder gründet, um die Autos damit an die Händler auszuliefern. Ein weiterer Grund wäre, Unternehmen kaufen oder gründen ganz fremde Unternehmen. Zum Beispiel kauft ein Automobilhersteller eine Bank. Damit wäre erstens das Risiko gestreut und die Bank kann Autokäufern Kredite gewähren. Das wäre eine laterale Konzentration. Wir kennen sowas von vielen großen Automobilherstellern. Zum Beispiel hat die Firma Ford eine eigene Bank, VW hat eine eigene Bank und viele andere auch. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Unternehmen fassen gleichartige Aufgaben in einer gemeinsamen Zentrale zusammen, um Kosten zu sparen. Das wäre also eine Art von Zentralisation.
Ein Beispiel dafür wäre, wenn zum Beispiel die örtliche Kreissparkasse und die Volksbank eine gemeinsame Filiale betreiben oder einen gemeinsamen Geldautomaten. Das ist jetzt also, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber das ist jetzt im Moment der neueste Trend in ländlichen Regionen, wo es sich meistens nicht lohnt, wenn in einem Dorf zwei Bankfilialen sind. Da wird dann halt eine gemeinsame aufgemacht. Und eine weitere Sache ist, Unternehmen sprechen sich ab, um zum Beispiel eine gemeinsame Preispolitik durchzuführen, also eine Art Kartellbildung. Beispiele für ein Kartell, das größte Kartell der Welt wäre die OPEC. So, nach Karl Marx haben also in dieser Phase Oligarchen, Großgrundbesitzer und Großkonzerne, zumindest in den Schlüsselindustrien, eine marktbeherrschende Stellung. Marx nimmt an, dass die Profitabilität vor allem dadurch gesteigert wird, dass je Arbeitsplatz immer mehr Produktionsmittel eingesetzt werden, von denen ein Teil durch Verschleiß oder Verbrauch langsam untergeht und sein Wert sich auf das mit den Produktionsmitteln von Lohnarbeitern hergestellte fertige Produkt überträgt. Daraus folgt nach ihm, dass schließlich immer mehr Investitionen stattfinden, welche die Kosten senken oder den Produktionsprozess verbessern, aber nicht die Produktionskapazität erhöhen. Das wären also sogenannte Rationalisierungsinvestitionen. Im Ergebnis führt dies dann dazu, dass die Beschäftigung insgesamt immer schwächer ausgedehnt wird. Soweit die einzelnen Unternehmen noch die Beschäftigung ausweiten, geschieht dies dadurch, dass andere Unternehmen aus dem Markt gedrängt, aufgekauft oder sonst wie geschluckt werden. Folglich entstehen also immer mehr Monopole in den einzelnen Wirtschaftszweigen. Diese Monopole geraten nun ihrerseits in Konkurrenz zueinander, denn es geht ja darum, eine möglichst große Profitrate zu erreichen. Zum Beispiel gerät ein Stahlhersteller in Konflikt mit einer Bahngesellschaft, die hohe Transportpreise verlangt. Das hat auch Auswirkungen auf die Politik, wenn zum Beispiel preiswerte Rohstoffe benötigt werden und diese mittels einer imperialen Politik beschafft werden sollten. Es kommt also zu einer Verflechtung von Politik und Wirtschaft. Auf die Idee, Rohstoffe einfach einzukaufen, kommt Marx interessanterweise nicht. Der Monopolkapitalismus wird sich also rasch zu einem staatlichen Monopolkapitalismus fortentwickeln, bei welchem die herrschenden Monopole eng mit dem Staatsapparat verstrickt sind. Als Folge entsteht eine Art Konkurrenz unter den Staaten, die dann auch militärisch ausgetragen werden kann. Das Ganze führt dann zu einem Ausbau der Rüstungsindustrie und am Ende versinkt die Welt in Krieg und Chaos. Soweit Karl Marx. Und jetzt sage ich euch, wie es wirklich ist. Also, das Problem erstmal. Die Monopolisierung und Kartellbindung am Ende des 19. Jahrhunderts geschah nicht etwa zwangsläufig, sondern hatte ihre Ursache in der Politik. Also Marx hat das zwar richtig beobachtet, aber nicht so ganz verstanden, worum es da ging. Die Machtbildung auf Märkten wurde als Beitrag zur Konjunkturdämpfung und Produktionssteigerung angesehen. Das wäre also ein wichtiger Grund für die Entstehung von Monopolen, die Politik schlicht und ergreifend, das war so beabsichtigt. Ein Monopol ist eine Marktsituation mit nur einem Anbieter. Es gibt auch Oligopole, da hat man einige wenige Anbieter, Polypole, das hat der Michael gerade genannt. Es gibt noch weitere Begriffe, Monopsone und so weiter, aber um die soll es jetzt hier alles nicht gehen. Ich will das nur mal der Vollständigkeit halber genannt haben. Bei Monopolen gibt es auch diverse Unterformen, zum Beispiel das Quasi-Monopol. Da haben wir wenige Kartellanbieter und viele Nachfrager. Dann haben wir das Nachfragermonopol, auch Monopson genannt. Das beschränkte Monopol, ein Anbieter, wenige Nachfrager. Das bilaterale Monopol, auch Duopol genannt. Das müsst ihr euch aber jetzt alles nicht merken, ich will es nur mal erwähnt haben. Also ein Anbieter und ein Nachfrager. Dann gibt es auch noch die monopolistische Konkurrenz, eine Situation, wo mehrere Unternehmen ein ähnliches Produkt herstellen und versuchen, sich von der Konkurrenz abzuheben, zum Beispiel durch Markenbildung. Beispiel wären Coca-Cola und Pepsi. Ist im Wesentlichen dasselbe, nur eine andere Dosenfarbe. Monopole können, das hätte ich jetzt vielleicht nicht in die Kamera sagen sollen, das könnte man mir übel nehmen. Monopole können also entstehen, weil ein Anbieter besser sein möchte als andere, um halt mehr von seinem Produkt zu verkaufen. Er wird also zunächst versuchen, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.
zum Beispiel durch Preissetzung oder durch die Produktionsmenge oder Werbung. Ich habe eben schon das Wort Markenbildung genannt. Firmenzusammenschlüsse können in diesem Zusammenhang zu Kostensenkungen führen, müssen aber nicht. Beispiele für gescheiterte Firmenzusammenschlüsse gibt es auch, wie zum Beispiel Daimler Chrysler oder BMW und Rover, Ford und Volvo. Die Liste könnte man noch beliebig fortsetzen. Ein Monopol kann auch durch eine technische Innovation entstehen. Wenn also jemand eine Erfindung tätigt und darauf ein Patent besitzt, das wird auch als Pioniergewinn bezeichnet. Bei einigen Monopolen handelt es sich nicht um ein vollständiges Monopol, sondern nur um ein sogenanntes Teilmonopol. Es gibt einen großen marktbeherrschenden Anbieter, aber auch viele kleine Konkurrenten. Das heißt, es besteht also eine Situation der unvollständigen Konkurrenz, wie es auch genannt wird. Da hätte man zum Beispiel auch den Telekommunikationsmarkt, könnte man da nennen. Also da haben wir einige große Anbieter und dann auch noch viele kleine, die Gesprächsminuten aufkaufen und weiterverkaufen und so weiter. Den meisten dürfte das bekannt sein. So, ein Monopolist kann entweder den Preis oder die Menge bestimmen. Die jeweils andere Größe ergibt sich also aus der Setzung der ersten. Der Monopolist kennt auch die gesamte Nachfrage, daher kann er eine sogenannte Preisabsatzfunktion erstellen und berechnen. Das erspare ich uns jetzt mal, die Berechnung. Was die Gewinnmaximierung angeht, ist der optimale Produktionsoutput erreicht, wenn der Grenzerlös gleich den Grenzkosten ist, also grob gesagt, der Gewinnzuwachs gleich den zusätzlichen Kosten je produzierter Einheit. So ist das auch im Wettbewerb der Fall. Liegt der Erlöszuwachs unter dem Kostenzuwachs, müsste man die Produktionsmenge senken, andernfalls beginne man Verluste zu machen. Läge der Erlöszuwachs über dem Kostenzuwachs, würde sich die Erhöhung der Produktionsmenge lohnen, bis das Gleichgewicht erreicht ist. Ist das einigermaßen klar? Ich blicke in ratlose Gesichter. Na gut. Die Preissenkungen. Ja, Preissenkungen mindern immer den Gewinn bezogen auf die gesamte Produktionsmenge. Also das ist ein Punkt, den man noch beachten sollte dabei. Das Ergebnis dieser Berechnung ist der sogenannte Cournot'sche Punkt. Dieser legt das Verhältnis von Preis und Menge und damit das Gewinnmaximum des Monopolisten fest. Auch das ersparen wir uns jetzt mal, die genaue Berechnung davon. Man kann sich das aber auch noch anders vergegenwärtigen, und zwar ein Monopolpreis liegt gewöhnlich über den Grenzkosten, das heißt über dem Kostenzuwachs je produzierter Einheit. Auch hier erspare ich uns mal den mathematischen Beweis, ihr glaubt mir das auch so. Daher liegt das Gewinnmaximum, also dieser Cournot'sche Punkt, über dem Erlösmaximum. Das kann man auch, wen es interessiert, an verschiedenen Stellen im Internet nachlesen. Es steht sogar bei Wikipedia was dazu. Ich will da jetzt also nicht weiter drauf eingehen, denn das führt sonst ein bisschen zu weit. Wen es noch interessiert, ich habe hier ein Buch mal mitgebracht von Jochen Schumann, Grundzüge der mikroökonomischen Theorie. Michael, du kennst das wahrscheinlich auch. Stimmt. Ja. Das ist also Standardliteratur, wird praktisch in allen deutschen WISO-Fakultäten gelehrt. Also wen es interessiert, lest dieses Buch. So, ein Problem ist außerdem, dass ein Monopolist keinen Anreiz zu technischer Effizienz oder Produktverbesserungen hat. Denn er kann ja seine Ineffizienz und die dadurch entstehenden Zusatzkosten einfach an die Kunden weitergeben. Auch Preisregulierungen helfen hier nicht weiter und führen meist dazu, dass der Monopolist Verluste macht, die dann der Steuerzahler übernehmen muss. Denn welche Behörde kann denn so... Bitte? Denn welche Behörde kann denn also so genau erkennen, wo genau jetzt die Grenzkosten des Monopolisten liegen, wenn der Monopolist das oft selber gar nicht so genau sieht? Sowas passiert zum Beispiel sehr oft bei öffentlichen Versorgungsunternehmen. Versucht das Unternehmen jedoch kostendeckend zu arbeiten, dann sinkt wiederum die produzierte Menge. Auch dafür gibt es einen mathematischen Beweis, den sparen wir uns jetzt ebenfalls. Das gilt auch für staatlich betriebene Monopole, wie zum Beispiel auch im öffentlichen Personennahverkehr.
So, daraus folgt dann, dass ein Monopolist praktisch immer sein Produkt zu einem höheren Preis anbietet, als es auf dem Markt mit vollständiger Konkurrenz der Fall wäre. Das wiederum heißt, der Monopolist kann einen zusätzlichen Gewinn erwarten, der auch als Monopolgewinn bezeichnet wird. Und dieser Monopolgewinn, der lockt jetzt natürlich auch Konkurrenten auf den Plan. Das heißt, es besteht also generell ein Anreiz, ein vorhandenes Monopol zu brechen. Ich will dazu ein paar Beispiele nennen, und zwar das Personenbeförderungsgesetz von vor 1912. Durch dieses Gesetz war der Fernbusverkehr in der BRD damals praktisch verboten. Und vor allem die Deutsche Bahn hat dieses Gesetz vehement verteidigt, um ihr Monopol im Fernverkehr zu behalten. Trotzdem gab es auch vor 2012 immer wieder Busunternehmer, die irgendwie versucht haben, dieses Monopol anzugreifen. Da wurde zum Beispiel ein Buslinienverkehr einfach als Fahrgemeinschaft deklariert oder ähnliches. Das hat leider nicht immer sehr gut geklappt und die Busunternehmer mussten dann in der Regel ihren Linienverkehr wieder einstellen. Ein anderes Beispiel wäre das Zündwarenmonopolgesetz von 1930, welches 1983 endete, welches dem schwedischen Unternehmer, wie heißt der Mann, Ivar Kreuger, ein Streichholzmonopol eingeräumt hat. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an die Streichholzmarke Welthölzer. Die gab es also bis in die 80er Jahre hinein noch. Er hat damals der Reichsregierung dafür einen Kredit von 525 Millionen Reichsmark verschafft. Dieses Monopol wurde quasi auch unterlaufen, und zwar durch das Aufkommen von preiswerten Einweggasfeuerzeugen, die in den 70er Jahren populär wurden. Da konnte man richtig an der Absatzkurve der Streichhölzer ablesen, wie da die Konkurrenz der Einwegfeuerzeuge kam. Und schon war das Monopol nur noch die Hälfte wert. Also eine mögliche Schlussfolgerung aus diesen Beispielen ist dann, dass die meisten Monopole nur dann haltbar sind, wenn sie gesetzlich geschützt werden. Also ohne gesetzlichen Schutz wird das in der Regel nichts. Monopole gibt es auch heute noch, zum Beispiel staatliche Glücksspielmonopole. In Deutschland haben wir auch ein solches. Also Lotto, Toto und so. Lotto, Toto oder Spielcasinos, Spielbanken dürfen also nur mit staatlicher Lizenz arbeiten. In Österreich gibt es ein Tabakmonopol. Und dann gibt es ja auch in Skandinavien auch heute noch verschiedene Alkoholverkaufsmonopole. Wer mal in Skandinavien war, weiß das. Dabei hat ein Monopolist natürlich gewisse Probleme. Eines davon ist, was ich jetzt eben auch schon gesagt habe mit den Feuerzeugen, dass dieses Produkt möglicherweise leicht durch ein anderes Produkt ersetzt werden kann. Aber auch beim öffentlichen Verkehr, also statt mit der Bahn kann man ja auch mit dem Auto fahren oder eine Zeit lang waren ja auch Mitfahrerzentralen sehr populär. Oder auf längeren Strecken kann man auch mit dem Flugzeug reisen. Also die Bahn hatte auch schon vor dem Fall dieses Personenbeförderungsgesetzes das Problem, dass sie sich gegen Konkurrenten wehren musste, trotz Monopol oder beinahe Monopol. Man kann auch versuchen, einem Produkt exklusive Eigenschaften zu geben, also sogenannte Diversifikation, oder das Image verbessern, wofür man ziemlich aufwendige Werbekampagnen braucht. Oder man versucht, potenzielle Konkurrenten aufzukaufen oder aus dem Markt zu drängen, was wiederum sehr teuer ist. Auch Dumpingpreise wären möglich, das sind alles so Möglichkeiten, die ein Monopolist hat, aber das funktioniert alles eigentlich eher selten. Ein Monopolist muss also sozusagen immer gegen unsichtbare Konkurrenten antreten, weil immer die Gefahr besteht, dass potenzielle Marktteilnehmer ein Stück von dem Gewinn abbekommen wollen. Das klappt natürlich nur, wenn es einen freien Marktzugang gibt, das nennt man auch einen bestreitbaren Markt, daher also der gesetzliche Schutz von Monopole. Wie ich eben schon sagte, ohne diesen gesetzlichen Schutz sind Monopole eigentlich fast nie haltbar. Aus dieser Sache folgt, dass das eigentliche Problem also nicht die staatlich gewollten und geschützten Monopole sind, sondern die sogenannten natürlichen Monopole. Ein natürliches Monopol besteht dann, wenn eine Situation der vollständigen Konkurrenz keinen Sinn machen würde. Das trifft vor allem bei Leitungen zu, also Stromleitungen, Gasleitungen, aber auch bei Autobahnen oder Eisenbahnstrecken. Normalerweise würde man neben einer bestehenden Autobahn keine zweite bauen, aber es gibt Ausnahmen, da gehe ich gleich noch drauf ein.
Also man erkennt natürliche Monopole in der Regel daran, dass die Herstellung des fraglichen Gutes hohe Fixkosten, aber niedrige Grenzkosten verursacht. Das bedeutet, wenn man ein Gasnetz aufbaut, ist das sehr teuer und aufwendig. Aber wenn dieses Netz besteht, dann kann man auch mal ein paar Kilo, Kubikmeter oder was auch immer Gas mehr durchleiten. Das kommt dann da nicht mehr drauf an. Das gilt also auch für Wasser, Strom und andere Sachen. Also hohe Fixkosten behindern hier in solchen Fällen den Markteintritt von Konkurrenten. Ein weiteres Merkmal ist die Unternehmensgröße, die in Relation zur Größe des Marktes steht. Um einen relativ kleinen Markt zu bedienen, benötigt man manchmal ein relativ großes Unternehmen. Betonung auf relativ. Ein paar Beispiele für natürliche Monopole wären, also was ich eben schon sagte, Netzmonopole, Strom, Wasser, Gas, öffentlicher Nahverkehr, also Busse, Straßenbahn, U-Bahnen, auch Eisenbahnstrecken und Autobahntrassen, aber auch öffentliche Versorgungsunternehmen. Meistens sind das dann die Stadtwerke. Es gibt aber auch noch andere natürliche Monopole und ich habe da mal ein schönes Beispiel aus dem Bereich Modelleisenbahnen. Haben wir hier Modelleisenbahner unter uns? Ah ja, einer hebt zögerlich die Hand. Noch einer? Nein, gut. Also folgende Situation. Ein Modellbahnhersteller legt ein besonderes Fahrzeugmodell auf. Die Entwicklungskosten betragen 1 Million Euro. Das Modell wird an 10.000 Kunden zu einem Preis von 100 Euro verkauft. Damit wäre die Nachfrage befriedigt. Und es wird sich danach wohl kaum ein weiterer Hersteller finden, der das gleiche Modell noch einmal herausbringt. Das Monopol entsteht also hier durch die geringe Größe des Marktes. Ist das einigermaßen einleuchtend? Ist das da hinten eine Wortmeldung oder? Nein. Eine Trinkmeldung? Nein, das ist keine Wortmeldung. Gut, dann kann ich hier weitermachen. Beispiel für ein Teilmonopol wäre noch Betriebssysteme für Computer. Microsoft hat zwar mit Windows eine marktbeherrschende Stellung, aber es gibt ja auch durchaus Alternativen, die sind vielleicht noch nicht so brauchbar, aber immerhin, es gibt sie, Linux, Android zum Beispiel wären da zu nennen, es gibt aber auch noch andere. Also wir sehen an all diesen Beispielen, auch natürliche Monopole sind nicht in alle Ewigkeit in Stein gemeißelt und ich habe da noch ein paar Beispiele zu diesem Punkt und zwar das Telefon. Noch in den 1980er Jahren war das Telefon ja ein Staatsmonopol. 1992 wurden die D-Netze eingeschaltet und in den nächsten Jahren der Markt für Telekommunikationsdienstleistungen liberalisiert. Und wie das jetzt heute 2024 ist, brauche ich keinen zu sagen. Katastrophe. Ja, in den 1980er Jahren hatten wir alle so eine graue Kiste im Flur stehen mit so einer Wählscheibe dran und heute kann man einfach in irgendeinem Laden Handy kaufen und gleich lostelefonieren. Ne? Ja, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, ja. Ja. So, lass uns bitte den Doktor mal beim Fortfahren. Ihr wisst, dass ihr mit auf dem Video seid, wenn ihr jetzt reinredet. Ne? Und wir schneiden das nicht raus. Dann seid ihr so. Zumindest mitzutreten. Ja. Ja, Leitungen. In den 1970er Jahren wurde die erste Ölpipeline von Sibirien nach Westeuropa gebaut. Mittlerweile gibt es ein ganzes Netz von Leitungen, die auch wichtige Häfen wie Genua, Triest oder Rotterdam oder Wilhelmshaven umfassen. Ungeachtet dessen, dass da ein paar Unbekannte kürzlich erst in der Ostsee eine Leitung gesprengt haben. Aber es gäbe noch genug andere Leitungen. Also es gibt mittlerweile ein ganzes Netzwerk. Um Öl oder Gas aus Sibirien nach Europa zu leisten, kann man also inzwischen unter mehreren Leitungen auswählen. Bahnlinien. Es macht oft keinen Sinn, neben einer bestehenden Bahnstrecke eine zweite zu bauen, aber dennoch gibt es Orte, die über mehrere Strecken miteinander verbunden sind. Wer zum Beispiel von Koblenz nach Köln reisen will, hat die Wahl zwischen der rechts- und der linksrheinischen Bahnstrecke. Wer von Köln nach Bonn reisen möchte, kann neben der Staatsbahn auch zwischen den Stadtbahnlinien 16 und 18 wählen. Und ähnliche Situationen haben wir auch im Ruhrgebiet. Vor allem an solchen Ballungsräumen findet man sehr häufig mehrere Bahnstrecken, die vielleicht im Abstand von einem Kilometer verkehren, aber immer am Ende dann sich am Zielort wieder treffen. Gleiche Situation bei Autobahnen.
vor allem auch hier wieder das Ruhrgebiet, da findet man dann doch halt wieder mehrere Autobahnen nebeneinander. Wer zum Beispiel im Ruhrgebiet von Hamburg nach, von Hamborn nach Mengelde fahren möchte, der kann zwischen der A2 und der A42 wählen. Oder aus dem Raum Frankfurt haben wir noch ein Beispiel, wer vom Kreuz Waldorf nach Frankfurt am Main fahren will, der kann zumindest bis Griesheim entweder die A5 oder die A6 und A67 nehmen. Und wen es nach Stuttgart zieht, der hat dann die bekannte Wahl, er kann entweder über Karlsruhe oder über Heilbronn fahren. So, ansonsten bleibt dann noch die Möglichkeit der staatlichen Regulierung eines Monopols. Das geschieht dann häufig indirekt durch Preisvorgaben. Alternativ kann das Monopol auch direkt durch den Staat ausgeübt werden. Das Problem ist dabei immer die Bestimmung der Kosten des Monopolisten. Oft wird dabei also ein Preis gewählt in dem Bereich Grenzkosten minus Grenznutzen plus eventuelle Subventionen. Eine solche Rechnung hat man zum Beispiel beim öffentlichen Personenverkehr. Außerdem kann es vorkommen, dass die Kosten der Regulierung und die Überwachung den Nutzen übersteigen. Das ist also auch gar nicht so selten. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Karl Marx. Irgendwie ist es ja schon merkwürdig, wenn man sich so diese Ineffizienz von Monopolen betrachtet, dass Marx ausgerechnet das fordert, nämlich eine Verstaatlichung der Produktionsmittel und damit ein staatliches Monopol auf jegliche Güterproduktion. So, ich wäre damit im Prinzip am Ende meines Vortrages. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, stehe gleich für Fragen zur Verfügung und möchte zum Schluss noch den amerikanischen Journalisten Henry Hazlitt zitieren, der gesagt hat, das gesamte Geschwafel von Marx kann man in einem einzigen Satz zusammenfassen. Du musst denjenigen hassen, der mehr hat als du. Danke schön.